gibt ein kleines Déjà-vu. Wir sind schon wieder in Sheraton. Warum schon wieder in Sheraton? Weil hier die coole Auftragsbörse direkt ist. Und so wirklich weitergekommen bin ich nicht. Meine Fragezeichen stehen immer noch da. Aber es sind so unglaublich viele Missionen, um Gottes Willen. Vor allen Dingen hier in Duel und so Zeug. Keine Ahnung. Wir machen jetzt mal die ganzen einfachen Missionen, da wo man nur hinlatschen muss, denke ich mal. Und dann direkt was abgeben kann oder direkt was anhören kann. Laurent. Ist irgendwo eine Laurent-Hütte. Hä? Doch nur wo? Ich kapiere es nicht. Achso, ich muss dementsprechend natürlich auch mein Team ausrüsten. Gucken wir mal. Wo steht denn das hier? Nee. Doch da. Ludger, Jude, Leia und Gaius. Ach Gottes Willen. Dann tausch mal Drone gegen Gaius. So, bitteschön. Ist es jetzt da? Keine Ahnung, wir laschen jetzt einfach mal Richtung Laurent-Hütte. Ist doch gleich hier, oder? Ist doch Leias Zuhause, gehe ich mal davon aus. Hallo, hallo. Wir klopfen jetzt einfach mal ganz unfreundlich. Jetzt gibt's ja einen auf den Deckel. Oje, Leia, willkommen zu Hause. Papa, stimmt es, dass Mama sauer auf mich ist? Nun, du kannst deinen Allerwertesten darauf verwetten, dass ich sauer auf dich bin. Jetzt gibt's Ärger. Sieh mal einen an, wen haben wir denn da? Oh, hallo Mama, ich freue mich auch, dich zu sehen. Seit wann ist sie hier? Wie konnte sie sich unbemerkt reinschleichen? Meisterin Sonja ist eine Kriegsarzt-Expertin. Sie war meine und Leas Lehrerin. Ich könnte dich glatt erdrosseln. Nein, weil das lauter typische Mutterfragen waren. Habe ich was zum Anziehen? Habe ich genug zu essen? Bin ich in Sicherheit? Sind alle nett zu mir? Du machst dir zu viele Sorgen. Also, ja, es ist manchmal nervig, mit der Hand zu schreiben. Nervig? Ist es das, was ich für dich bin? Nervig? Dein Vater und ich waren Krankversorge. Willst du, dass dein armer Vater um dich weint? Willst du das? Ich hab mir gar nicht so viele Sorgen gemacht. Papa und ich unterhalten uns doch ständig per G heißt. Na toll, ich hatte gehofft, dass das zur Sprache kommt. Was? Wie lange geht das schon? Mama, warum kannst du dich nicht einfach ein GHS zulegen? Dann können wir jederzeit sprechen. Das ist wirklich ganz einfach. Ich wette, alle Star-Reporter benutzen diese Dinger heutzutage. Was? Und vernachlässigen ihre Mütter, nicht wahr? Es tut mir leid. Leia, du solltest auf die Gefühle deiner Mutter Rücksicht nehmen. Liebe und Familie sind keine Frage der Bequemlichkeit. Da deine Mutter sich so viel Mühe gab, dich zu kontaktieren, solltest du dir auch die Zeit für eine Antwort nehmen. Schatz, du bist in dem Alter, in dem du wichtigere Dinge zu tun hast, als dich um deine Eltern zu sorgen. Aber ich kann dir Kekse oder Waschmittel schließlich nicht per SMS senden, richtig? Ach, Mama. Tut mir leid, dass du dir immer um mich Sorgen gemacht hast. Ich war einfach so beschäftigt mit der Arbeit. Nun, deswegen habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ich weiß, dass meine Tochter fleißig arbeitet. Das kann man wohl sagen. Das ist mein Mädchen. Keine Zeit für Jungs, was? Was? Aber Papa... Übrigens, ihr da, ihr ganz in Schwarz, gut gesagt. Ich habe gleich gemerkt, dass ihr etwas Besonderes seid. Ich sehe mir die Leute gerne genauer an, wenn ich ihnen das erste Mal begegne. Wirklich? Was ihr nicht sagt? Ihr seid wie ein Ochse. Wenn ich euch niederstrecken müsste, würde ich wohl mit den Knien angefangen und dann den Rest des Körpers bearbeiten. Nur für den Fall. Hä? Das, gut zu wissen. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe hier etwas, das dir sicher Freude bereiten wird. Bitteschön, Pummelchen. Pummelchen? Danke, Mama. Leia, deine Mutter kommt auf die Liste der Leute, gegen die ich nur sehr ungern kämpfen würde. Sie ist derzeit die einzige auf der Liste. Ho, 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 ho. Das würde ich gerne sehen. Gaius gegen, Sonja. Sonjas Bestätigung. Und Herr Frosch. Was? Wir haben Herr Frosch erhalten. Sehr gut. Herr Frosch. Was ist Herr Frosch? Das ist irgendwie so ein komisches Ding hier wahrscheinlich, oder? Herr Frosch. Ja. Ganz toll.
Weg damit. Das war auch kein Mensch. Dankeschön, das war's. Und meine Katze ist auch zurückgekehrt. Sehr gut. Dann, was hat's? Oh, der hat aber einiges gefunden. Gegerbtes Leder. Ui, da war es aber fleißig. Dann geht es noch dorthin. Bitteschön. Als nächstes, wo gehen wir hin? Das war Laurent. Die Bestätigung haben wir. Die müssen wir dann irgendwann aber noch abgeben. Sonst ist die Mission nicht abgeschlossen. Dann gehen wir mal Richtung Triglav. Da gibt es auch noch etwas. Ich glaube, vor der Spirals AG soll man jemanden treffen. Genau, da hinten ist es schon. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das Team automatisch anpasst oder ob ich das machen muss. Egal, wir probieren es einfach mal. Ich hätte nie gedacht, dass du einmal alles auf dich nehmen würdest, um mir das zu besorgen. Jo. Es gibt da eine Medizin, die ich gerade entwickle. Und ich brauche die Immerblüte, um einige der Nebenwirkungen zu vermeiden. Dank dir werden sich meine Patienten viel besser fühlen. Es ist seltsam. Als ich noch zur Schule ging, hatte ich so hohe Erwartungen. Ich dachte, ich könnte alles tun. Aber als ich in der Realität angekommen bin, wurde mir klar, dass Wünsche nichts bedeuten. Was zählt, ist harte Arbeit. Ich stecke all meine Energie in meine Arbeit. Sie ist hart und sie nimmt all meine Zeit in Anspruch. Aber dadurch weiß man, dass es sich lohnt. Und ich darf es nichts und niemanden erlauben, sie zu gefährden. Deshalb kann ich dich nicht begrüßen wie in alten Zeiten. Aha, ist ja logisch. Ich kann es einfach nicht. Oh, es tut mir leid, Ludger. Du kannst mich jetzt hassen, wenn du willst. Ja, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das war schon. Aarons Bestätigung erhalten. Sehr gut. Ist hier wieder Leia. So weit will ich schon mal gucken, wenn wir schon mal hier sind. Hallo? Ist hier überhaupt niemanden? Ah ne, Gaius. Okay. Haben wir mit dem Haupt schon mal was gemacht? Keine Ahnung. Aber hinten am Bahnhof ist noch was, genau. Weiter geht's. Triglav Bahnhof, da müssen wir auch noch hin. Hab keine Angst. Na komm. Katstantin der Dritte nehme ich an. Miau. Sag bloß, Marvin hat dich so hergerichtet. Der alte Mann macht sich Sorgen um dich. Du kannst nicht dauernd einfach so weglaufen. Miau. Hey, warte mal. Sieht aus, als würde sie Katze und Maus spielen. Nur, dass er die Katze ist und die Katze ist die Maus. Und, wie auch immer, ich bin verwirrt. Wir sollten ihnen folgen. Sie sind im Zug nach Duval. Oh, sehr gut, da muss ich mich als nächstes hin. Also, speichern und dann den Zug nach Duval nehmen. Aber anscheinend tauscht die Leute automatisch aus. Zumindest ist Alvin jetzt im Team, könnte es sein. Nö. Egal. Keine Ahnung. Wurscht. Kann ich da direkt einsteigen oder muss ich mir jetzt eine Fahrkarte ziehen? Jetzt müsste ich eine Fahrkarte ziehen. Duval Hauptbahnhof. Jo. Was passiert jetzt? Bin ich jetzt im Zug oder bin ich jetzt gleich direkt dort? Hä? Führung, was ist das jetzt? Beschiss. Hätte ich jetzt doch die Leute auswählen müssen. Fang ihn für mich. Ludger Alvin Leia. Ja, ganz toll. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Ludger, Alvin und Leia. Machen wir es halt so. Dann Elise noch ins Team. Okay. Jetzt wieder zurück. Ganz toll. Wieder zurück nach Triglav. Ja. Funktioniert das jetzt? Jetzt sind wir dann Triglav. Da nochmal raus und nochmal rein und dann. Hä, ich kapier's nicht. Was muss ich jetzt tun? Ihr wollt von Limits aus in den Urlaub nach Riesenmaxia? Bitte benutzt den Hauptbahnhof von Marksburg. Es gibt schließlich einen Grund dafür, dass diese Stadt auch die Brücke genannt wird, die beiden Nationen verbindet. Hallo. Also ich habe jetzt auf jeden Fall mal Leia, Ludger und Alvin im Team. Jetzt fahren wir nochmal nach Duval.
Was für ein Beschiss? Keine Ahnung. Blick's nicht! Was muss ich tun? Ja, wenn das nicht funktioniert, dann eben wieder Tausch. Wird doch gelacht, wir kriegen das irgendwie hin. War das so? Nee, Rowan war im Team, genau. Da hinten waren noch 2, 3, 4, 5 Sachen. Dann latsch mal einfach mal da hinten in die Gosse. Wahrscheinlich ist da auch die Katze jetzt irgendwo wieder. Ah, da ist sie doch. Miau. Hab dich, jetzt entwischst du mir nicht mehr. Miau. Boah, jetzt kommt Rolo, jetzt das fette Viech, das könnte ein Blatt machen. Rolo, hey Ludger, was machst du denn hier? Wir begegnen uns in letzter Zeit häufig, nicht wahr? Wir haben die Stellenausschreibung auch gesehen und nach Konstantin gesucht. Konstantin. Wirklich? Nun, warum bringst du den Kleinen denn dann nicht für mich nach Hause? Sein Besitzer ist der alte Marvin. Ich glaube, er lebt noch hier. Ich habe von ihm gehört, er hat der Zeitung, für die ich arbeite, eine große Summe gespendet. Woher kennst du ihn, Julius? Sagen wir einfach, ich bin ihm etwas schuldig. Opi und ich kennen uns schon ziemlich lange. Er hat mir mehrere Male aus der Patsche geholfen. Opi? Das ist eine lange Geschichte. Wo soll ich anfangen? Oh, bitte. Miau, 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 miau. So. Na toll, es sieht aus, als ob wir die Märchenstunde auch später verschieben müssten. Uff. Miau. Uff. Nee. Okay, haben wir den jetzt? Komm her. Fangen. Du hast Konstantin, der Dritte, gefangen. Yes, er gehört mir erstmal. Aber hinten war ja nochmal irgendwo was. Da müssten wir dafür aber ins Gasthaus hinein. Widows Sonnenbrille. Oh, das gefällt mir. Hallo. Warum habt ihr die mysteriöse Perle? Warum haben wir sie? Wir haben einen diesbezüglichen Auftrag des Beerus AG angenommen. Stammt der nicht von euch? Verdammt, Jolene, ich hätte wissen sollen, dass sie nachlässig werden würde. Was wollt ihr überhaupt mit so einem ekelerregenden Gegenstand? Ich versuche damit eine Medizin herzustellen, wenn du es genau wissen willst. Irgendwie versuchen das alle. Ein besonderes Mittel gegen die Nebenwirkungen der Aspirixis. Moment mal, auf Reason Maxia verwendet der Kital-Clan diese Perlen, aber nicht als Medizin. Das ist ein Gift, das sie kranken Monstern geben, um sie einzuschläfern. Soll das etwa heißen? Immer schön langsam, die Herrschaften. Ich bin ausgebildeter Mediziner, schon vergessen? Gift und Heilmittel sind meistens dasselbe. Ja, natürlich. Aber das ist eine vom anderen unterscheiden zu können, macht aus einem Arzt erst einen Arzt. Obwohl es töten kann, glaubt ihr also, dass es auch heilen kann, wenn man es nur konkret korrekt verwendet? Huha, natürlich! Das macht es ja so aufregend, findest du nicht? Gut und schlecht, es ist beides in einem, wie die Natur des Menschen. Anders als Geister, sie erkennen nur das Gute an. Mir gefällt dieser Kerl irgendwie nicht. Luca, ihr wisst, wovon ich spreche. Besser als alle anderen hier. Ihr wart riesigen Schulden ausgeliefert, den Launen der Agenten. Immer noch. Ihr ackert, um eure Schuld abzubezahlen, egal wie aussichtslos es erscheint. Und ihr arbeitet hart, um die Splitterdimension zu zerstören. Das ist toll. Schade, dass ausgerechnet Julius euer älterer Bruder war. Hohoho. Hust, keuch, aua. Hä? Hey, ist alles in Ordnung? Die Wahrheit kann wirklich grausam sein. Manchmal muss man eben kämpfen, um seinen Platz im Leben zu behalten. Und manchmal bedeutet das, alle erforderlichen Mittel einzusetzen. Denkt daran. Nee. Hat er sein eigenes Gift geschluckt? Juhu! Was macht eigentlich der hier? Wir haben noch einen Kanan-Wegweiser gefunden. Er war ziemlich einfach, vielleicht sogar zu einfach. Ich habe das Gefühl, jemand da draußen wollte, dass wir das schaffen. Diesen Erfolg, den speichern wir einfach mal hier. Und eine Action! Das war noch nicht das Letzte. Wir fahren jetzt hier direkt mit dem Zug. Können wir ja, glaube ich, gleich weiterreisen, oder? Gibt es noch irgendwo hier eine Mission, wo wir machen können? Hä? Was ist denn noch in Duval?
Ach, nochmal zum Dualbahnhof. Ich komme nicht mehr hinterher. Also wieder zurück. Wenn wir schon mal da sind, können wir die Mission gleich abgeben. Hier ist doch gleich die Auftragsbörse, die jetzt mal aufploppen könnte. Juhu, was gibt's denn? Objektsphären plus. Naja, gut, nicht so berauschend. Dreidol-Sonnenbrille, da freue ich mich tierisch drauf. Yes! Und, gar nichts. Toll. Ja, immer ein paar Punkte. Und die Redos-Sonnenbrille da, die kriegt Alvin erstmal. Hoffentlich sieht das einigermaßen gescheit aus. Hallo? Da. Ja, geht so einigermaßen. Die Fliegerbrille war cool aus dem ersten Teil. Mal sehen, ob man die auch noch irgendwann kriegt. Ich sehe schwebt hier rum, cool. Weißt du, ich glaube, dass Julius sich sehr gut in andere einfühlen kann. Aber vielleicht denke ich auch nur, das sei einfühlsam. Das ist cool, so will ich auch mal durch die Gegend schweben. In Wahrheit ist eigentlich ein Stuhl, der nicht aufploppt. Na. Also, auf in den Bahnhof. Ich weiß gar nicht, was hier noch war. Ist das OP? Hallo, wer bist du denn? Miau! Ah, mein flauschiger kleiner Julius. Er hat sich wohl mal wieder aus dem Staub gemacht. Ihr solltet ihn öfter mal rauslassen. Er fühlte sich hier drin vielleicht nur ein bisschen beengt. Da hast du wohl recht. Hat er recht, Konstantin? Hast du dich hier drin eingesperrt gefühlt? Tut mir leid, mein Lieber. Solange du versprichst, zurückzukommen, lasse ich dich gerne öfter hinaus. Sieht so aus, als wäre alles gut ausgegangen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Es ist mir peinlich, dazu zu geben, aber Julius ist dieser Tage mein ganzer Stolz und meine ganze Freude. Nachdem ich meine beiden Töchter vor 20 Jahren verloren habe, ist er alles, was mir noch bleibt. Beide Töchter, mein Mitgefühl. Ja. Macht ihr um mich keine Sorgen. So viele Menschen da draußen haben es noch viel schwerer als ich. Ich lebe hier vielleicht alleine mit Konstantin, aber ich besitze noch ein kleines Vermögen und wir bekommen Besuch. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit dafür, dass ihr ihn gefunden habt. Von uns aus gerne. Warte mal, hat ihn nicht eigentlich Julius eingefunden? Julius? Natürlich. Er und Ludger sind Brüder. Es wird ihm doch wohl nichts ausmachen, wenn wir die Belohnung annehmen, oder? Du bist also Julius' Bruder? Genau. Das ist Ludger Krasnick. Er ist auch ein Spurious Agent, genau wie Julius. Knie nieder. Das kann nicht sein. Stimmt dir das nicht, Marvin? Es ist nichts. Bitte entschuldigt mich, ich werde eure Belohnung über die Agentur arrangieren lassen. Ich stehe zutiefst in eurer Schuld, bei euch allen. Vielen Dank. Ludger wird nun also auch erkennen. Nein. Julius, mein Junge, ich wünschte, ich könnte deiner Bitte nachkommen. Oh, mysteriös. Den treffen wir bestimmt nochmal wieder. Und Marvins Bestätigung erlangt. Gut, jetzt war's es aber in Duval, hoffe ich doch mal. Genau. Dann nehmen wir jetzt einen Zug Richtung, wie heißt das Gebiet? Trellin. Dann haben wir das neue Gebiet auch mal kennengelernt. Ich glaube, das geht auch direkt von hier, oder? Genau. Auf geht's. Auf und davon nach Trellin. Tut, die Eisenbahn. Und wir kommen in Trellin, der Grenzweiler. Aha. Oje, ich habe zu viel getrunken. Schnell weg damit. Da kommt was. Els Hut. The wind has really picked up. I have to be careful it doesn't blow off my hat. You're really fond of that thing, aren't you? This is my promise hat. I have to take really good care of it. Aha. What's a promise hat? If I keep my promises to my daddy, when I wake up in the morning, there's a present in the hat. He says they're from a spirit who rewards good children. Genau. What a wonderful story. I've never heard of a spirit engaging in such behavior. Dieser Geist ist dein Papa. Was für Geschenke gibt er dir denn? Ach komm, wir zerstören ihren Glauben mal nicht. All kinds of things, like a personal teacup or a limited edition kaleidoscope or a really pretty cicada shell. Quite a varied lineup. Ja. This present spirit really puts a lot of time into this. Oh, and a pair of hand-knit gloves. They were so warm and soft, but I left them behind when we had to run away. Hand-knit? The spirit works harder than I do. Indeed. I would very much like to meet him one day. I want to see the spirit too, but
Do you think we can? Ja, wird schwierig wahrscheinlich. I guess I'll just have to keep on keeping my promises to Daddy. Wow. Wir hätten ihren Glauben jetzt auch zerstören können, aber so viel sind wir mal nicht. Meine Katze ist zurückgekommen. Ich will aber, was ist das für ein komischer Bahnhof? Hier ist ja gar nichts. Eine leere Halle. Sehr schön. Willkommen, Trellin. Ach, das ist doch dieser Marktplatz, wo man... Ach, da blocken jetzt wahrscheinlich die Leute wieder erst später auf. Der Marktplatz, den man auch immer aus der Vorschau sieht, wo Mila und die Kleine immer rumgammeln. Das ist Alvin. Wie groß ist denn die Stadt? Ach, nicht so gewaltig. Cool, ein Restaurant gleich vor der Tür. Hallo. Moment, da war was neu. Ich hätte gerne irgendwie Erfahrung nach dem Kampf. Das wäre ganz cool. Gibt's aber nicht. So ein Mist, ey. Boah, das ist alles neu. Okay. Alice, ich bin so erleichtert, dass es Al gut geht. Das haben wir alles dir und Julius zu verdanken. Ja, da freue ich mich tierisch drüber. Jetzt gehen wir noch da hinten in das Gebiet. Ja, da schwebt schon wieder ein Musee. Ja, Musee. Ha, hi, es ist großartig, so viele Freunde zu haben. Klasse, nicht wahr? Jetzt gehen wir mal Richtung... Wo? Katamau. Was? Pfad. Ja, sehr trostlos. Wo kommen wir da eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ich würde sagen, ich kämpfe mich hier überall durch. Mach mal einen Haufen, ja, wie soll ich es nennen? Einen Haufen von diesen Auftragsbörsenjobs und dann geht's ab. Alvins Geschichte. Weiß ich gar nicht, in Triglav, wer das war. Ach, das war Gaius. Marksburg, weiß ich nicht, keine Ahnung. In den Riesenmaxia geht's hier auch nochmal weiter. In Leront, das war glaube ich Leia. So viel zu tun. Und so wenig Zeit. Naja, die 100 Parts packen wir auf jeden Fall. Also, bis dahin. Ade. Ciao.